Donald Trump verachtet CNN. Eigentlich nichts Neues, doch nun postet Trump dieses Video auf Twitter, das selbst vielen seiner Fans zu weit geht und den Konflikt weiter anheizen dürfte. Das Originalvideo stammt aus dem Jahr 2007, als sich Trump bei der Veranstaltung WrestleMania 23 einen Match unter dem Motto Battle of the Billionaires, also Schlacht der Milliardäre, stellt. Dabei kommt es am Rande des Rings zu der scherzhaften Faustattacke auf Vince McMahon, dem Präsidenten des Unternehmens World Wrestle Entertainment. Prompt reagiert auch CNN selbst auf das schockierende Video. CNN-Moderator Brian Stelter findet das Posting des Präsidenten alles andere als lustig. Es ist sehr beängstigend, gefährlich. Wir haben viele unterschiedliche Reaktionen erhalten, aber die erste CNN-Stellungnahme darauf ist eine der stärksten, die ich je von einem Sender gesehen habe, den der Präsident attackiert. Es ist ein trauriger Tag, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten zu Gewalt gegen Reporter aufruft. Sarah Huckabee Sanders lügt, wenn sie sagt, dass der Präsident so etwas nicht getan hat. Anstatt sich auf seine Auslandsreise vorzubereiten, sein erstes Treffen mit Wladimir Putin, die Verhandlungen mit Nordkorea oder an seiner Gesundheitsreform zu arbeiten, verhält er sich kindisch, weit unter der Würde seines Amtes. Wir werden unseren Job weiterhin tun, er sollte es auch. Trump liefert sich seit Monaten Wortgefechte mit CNN. Vor der Verbreitung des Videos twittert er, er denke daran, den von ihm bisher verwendeten Namen Fake News CNN in Fraud News CNN umzuwandeln. Fraud heißt übersetzt Betrug. Eigentlich nicht mehr überraschend, doch mit diesem Video scheint Trump selbst für viele seiner Anhänger einen Schritt zu weit gegangen zu sein.